In Arch Age gibt es im Vergleich zu herkömmlichen MMOs eine Vielzahl Berufe, nämlich 21 an der Zahl. Diese brauchen natürlich viele Materialien, damit man diese Berufe auch hochleveln kann. Und eine Vielzahl dieser Dinge kann man selber anbauen bzw. züchten. Damit das Ganze jedoch nicht zu verwirrend ist, unterteile ich es in mehrere Videoparts. In diesem Part beschäftigen wir uns mit den großen Vogelscheuchen. Dazu benötigen wir Platz, und zwar sicheren Platz, denn andere Spieler können im offenen Gelände einfach eure Waren stehlen. Um sicheren Platz zu bekommen, gibt es verschiedene Methoden. Zum einen gibt es die Vogelscheuchen, die es in zwei verschiedene Varianten gibt. Diese stecken einen Claim ab, der euch dann gehört. Auf diesen könnt ihr anbauen, ohne dass feindliche Spieler euch einfach bestehlen können. Eine zweite Methode ist ein Haus, wo auch ein Garten dazugehört, in dem wir ebenfalls anbauen können. Und die letzte Methode sind Farmen, die im Prinzip genau dasselbe sind, nur natürlich im größeren Stil. Darüber hinaus könnt ihr auch anbauen auf öffentlichen Farmen oder freier Wildnis. Beides jedoch ist nicht geschützt und man kann euch bestehlen. Ich stehe hier beim Krämer. Wie zuvor erwähnt, kannst du hier die Qualitätsurkunde kaufen. Hier am Fertigungstisch der Sägemühle können wir unsere 300 Holzblöcke zu einem Holzpaket fertigen. Das Paket bringt ihr dann zum Ort eurer Vogelscheuche und interagiert mit ihr. Dies sind die Händler, wo ihr Dinge für euer Feld kaufen könnt. Das Angebot reicht von Samen bis nach Nutztiere wie Enten und Gänse. Viele der Erzeugnisse können später weiterverarbeitet werden. So sieht es dann aus, wenn ihr euer Feld bepflanzt und bewässert. Tja, das war's dann auch schon wieder. Viel Spaß bei meinem nächsten Video.